Im letzten Semester hat die Hochschulgruppe von Amnesty International sich mit dem Thema Sklaverei und Menschenhandel beschäftigt und dazu eine Ausstellung für die Brücke organisiert. Cedric Hornung, Mitverantwortlicher der Veranstaltung. Wie aktuell ist denn das Thema der Ausstellung? In der Ausstellung sieht ziemlich aktuell, das war auch unser Ziel. Gerade bei dem Begriff Sklaverei denkt man oft eher so an Zeiten von vor 200 Jahren. Uns ist aber in der Recherche aufgefallen und auch durch die Informationen von Amnesty, dass Sklaverei auch heute noch omnipräsent ist, wenn auch auf anderen Wegen. Also es ist natürlich nicht mehr so wie früher, dass man Leibeigenschaft hat, was man ja eigentlich unter Sklaverei versteht, sondern heutzutage hat sich das Bild halt so ein bisschen gewandelt, dass man zu Konditionen arbeiten muss, beispielsweise, die man selber kaum beeinflussen kann, dass man gerade auch als Flüchtling zum Beispiel sich so sehr von Leuten abhängig macht, dass man denen ja in einer Weise unterlegen ist, die eben ähnlich ist. Oder bei Zwangsprostitution, dass man eben in ein Land kommt, in dem man niemanden kennt, in dem man auch vielleicht gar keine Erlaubnis hat, dort zu sein und ja, man sich von den Personen, mit denen man in Kontakt steht, so sehr abhängig macht, dass man eben auch nicht mehr selber über sich entscheiden kann. Was soll mit der Ausstellung erreicht werden? Also wichtig bei dieser Ausstellung ist, dass es nicht nur darum geht, dass wir den Leuten so ein bisschen Abwechslung vom Mittagessen geben wollen, was ja oft hier der Fall ist, dass man eben zum Mittagessen hinkommt, sondern es geht darum, ein bisschen über den eigenen Tellerrand zu schauen und sich vielleicht auch da mit Themen auseinanderzusetzen, die nicht unbedingt so alltäglich sind und die man vielleicht noch nicht erwartet. Und unsere Arbeit lebt davon, dass Leute ihre Meinung überdenken, vielleicht in einigen Teilen auch ändern. Gibt es besonders herausstechende Exponate? Zum Beispiel bei der Station über Zwangsprostitution, dass ein Mitglied von uns ein Gedicht geschrieben hat zu dem Thema und sich damit eben eher so poetisch auseinandergesetzt hat. Und die Landkarte, da ist es so, dass die auch selbst entstanden ist. Da sind Flüchtlings- bzw. vor allem Menschenhandelsströme aus heutiger Zeit und in den letzten Jahren von und nach Deutschland verzeichnet. Und das war sowohl inhaltlich als auch eben grafisch ein großer Aufwand. Welche Maßnahmen ergreift ihr in dieser Angelegenheit? Die Grundidee ist ja eigentlich, dass Menschenrechte eben weltweit gewahrt werden sollen. Dazu gehört natürlich, dass Sklaverei weder früher noch heute einen Platz in der Gesellschaft hat. Unsere Maßnahmen sind eigentlich, solche Missstände aufzudecken, darauf hinzuweisen, gerade auch politische Menschen darauf hinzuweisen, dass sie eben dagegen vorzugehen haben. Und in der Regel ist es so, und auch hier, dass wir Petitionen zu dem Thema haben, die oft Einzelfälle betreffen, wo wir das Thema aufgreifen und eben auf diesem Wege, gerade auch durch die Unterschriften, versuchen, die Aufmerksamkeit zu schaffen. Die angesprochenen Petitionen sind in der Beitragsbeschreibung verlinkt. Für weitere Informationen besuchen Sie die Internetseite von Amnesty International.